Warum gibt es Flugzeuge, die instabil konstruiert werden oder mit negativer statischer Stabilität? Ja, wenn man zum Beispiel sehr wendige Flugzeuge haben möchte, die ja sehr schnell auf die Steuerbewegung des Piloten reagieren sollen. Natürlich besonders interessant für Militärjets. Das geht sogar so weit, dass diese Maschinen ohne die Flugsteuerung für einen Piloten eigentlich nicht mehr beherrschbar wären. In dem Video heute schauen wir uns die wichtigsten Punkte von Raketen an und klären die Frage, war der berühmteste amerikanische Raketenwissenschaftler Robert Goddard in Wahrheit ein Vollidiot?